Hallo, hallo und willkommen bei Pwnage Spy. Ich bin euer Begleiter Syl und mein Partner Cube. Richtig, richtig. Wir spielen League of Legends. League of Legends, ja, spielen wir schon eine ganze Weile und wir haben langsam mal Lust drauf bekommen, unsere epischen Momente einfach mal aufzunehmen. Oh, zurück, zurück. Oh, den hätten wir kriegen können. Meinst? Ja. Ja. Epic! Oh, wie er noch fast draufgegangen ist. Schade. Schade. Ja. Eben da diese, oh, diese Atari-User, die immer so am Anfang so Ewigkeiten lange brauchen, sich jetzt auch noch ficken lassen. Oh, gucken die an, oh, wie er sich im Arsch ficken lässt. Oh, unfassbar. Ist unglaublich. Einfach nur unglaublich. Jungs und Mädels da draußen, so sehen Leute aus, die, hohes Level sind und nicht schnell genug beim Einkaufen sind, dadurch den First Blood verpassen und dann auch noch sterben. Epic! Oh, da uns leider unser dritter Mann fehlt, der Noss, müssen wir uns leider mit irgendwelchen Randoms zufrieden geben, was ziemlich nervig ist, was wie ich finde. Pwnage Spy ist ein Dreierteam, wie ihr auf diesem Kanal auch feststellen werdet. Richtig. Wir haben diesen Kanal gegründet wegen einer ultimativen Sache. Wir haben herausgefunden, dass wenn wir 10.000 Leute dazu bringen, auf meinen Link zu klicken und hier einen Account bei League of Legends anfangen und bis Level 10 spielen, ich einen eigenen Champion dieses Spiel integrieren kann. Einen eigenen ultimativen Overpower-Champ. Den wir natürlich mit eurer Hilfe gestalten werden. Was ganz genau so schaut's aus. Ihr habt aktives Mitspracherecht, wenn es denn soweit sein sollte. Richtig. Diesen Champion mitzuerstellen. An gute Grafiker unter euch, das ist eure Chance. Genau. Boah, WTF, das war ja für ein Arsch. Aber sowas von. Mike, leck nein. Mich Reis. Krüppeliger Jude, ich krieg die Krise. Was der Gangplank mir für Crits reindrückt, ist unglaublich. Schon wieder so ein Crit. Ach, da ist bestimmt wieder Crit-Rune drin, oder dieser. Ja, das sind irgendwie alle Gangplanks, die ich sehe. Irgendwie kaufen die sich alle 10.000 Mal Klinge der Habgier. Dann kriegen die so schnell Gold. Weißt du, dass sie. Ja, Rice getroffen. Wie ihr feststellen werdet, das ist kein normaler Let's Play-Kanal. Normalerweise sind wir immer zu dritt. Let's Plays macht man normalerweise eigentlich eher alleine. Boah, aber ich hab mir gedacht, es ist lustiger, dass ich nicht nur rede, sondern auch vielleicht mal andere zu Wort kommen. Richtig. Ich müsst ihr nicht immer, dann müsst ihr nicht immer diese eine schlimme Stimme hören, sondern habt ein paar auch zur Auswahl, die ihr diskriminieren könnt. Lieber das Übel wählen können als. Oh Mann. Oh. Und sonst ein paar Sachen zu meiner Person. Ich bin Syl. Ich komme aus Hamburg, der schönen Hansestadt Hamburg. Ja, ich mag gern Fisch. Das ist genial, ey. Ich komme aus der schönen Hansestadt Hamburg. Ja, ich übrigens auch, ne? Wollte ich nur mal sagen. Der, unser dritter Mann leider nicht, aber das ist nicht so schlimm. Ja. Ich mag gern Fisch, ist gut, ey. Der Spruch ist cool, auf jeden Fall. Ja, unser dritter Mann ist so leider der Zyniker, also der fehlt uns gerade ein bisschen. Ja, da müsst ihr dann auf jeden Fall, also wenn der mit in den Videos sind, dann werdet ihr viel zu lachen haben, auf jeden Fall. Ja, er macht nämlich ein Arschloch-Kommentar nach dem anderen. Weil der, also FSK 18, auf jeden Fall. Oh fuck, jetzt hat er dich. Oh, nein, Schweigert. Ich dachte nicht. Du hast richtig Glück gehabt, dass die Kugel nicht zwischen Vasallen hin und her gesprungen ist. Ja, please rise. Ja, ich komm leider nicht an den Sack ran, ey. Der kann mir mal die Eier lutschen, ich sag's dir. Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich aber auch so mal ganz im Ernst jetzt. Boah, fick dich, du pepisse Stück Kacke, ey. Leck mir am Arsch. Hast du das gesehen, wie viel Schaden er mir gemacht hat? Ja. Das gibt's ja wohl nicht. So, Jungs, ich hab's gerade ziemlich verratzt, also. Und Mädels natürlich. Ich vergesse das immer, tut mir leid. Das war gerade. Ja. Ja, das war gerade episch für den Arsch, ganz genau. Naja, das holen wir aber alles im späteren Spiel noch raus, ihr werdet sehen. Wird schon. Ach ja, wenn ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge habt oder sonst was anmerken möchtet, lasst euch in den Kommentaren frei aus. Auf jeden Fall. Wenn ihr mich abonnieren möchtet, würde ich mich sehr freuen. Dann weiß ich auch ungefähr, was ich mein Ziel eventuell erreicht haben sollte. Ja, das wäre sehr nett und. Ja, mit den Kommentaren, ne? Lasst euch da freien Lauf, egal was, schreibt. Und wenn ihr schon immer mal einen eigenen Champion haben wolltet, sagt's euren Freunden. Guckt mich, abonniert mich
und meldet euch an und spielt einen Account bis Level 10. Ja, das reicht schon. Danach könnt ihr damit wieder aufhören, wenn euch das Spiel nicht gefällt, aber bis Level 10 wäre schon ganz nett, wenn ihr es tun würdet. Ich lasse euch auch bei der Namensauswahl freie Hand. Ihr könnt den Arschwurz nennen, Handtuch, Schlafanzug, mir egal. Ja, wir werden noch gucken, dass wir dafür ein eigenes Forum erstellen. Auf jeden Fall dafür, dass ihr da verbessert, damit ihr da Vorschläge, wenn das Ziel dann in greifbarer Nähe ist, damit ihr da eure Vorschläge reinspammen könnt. Aber das dauert ja eh noch, bis es soweit ist. Fick dich, Gangplank, Alter, du kleiner Jude. Ich krieg die Krise, ihr habt mich. Jetzt habe ich blitzfrei, natürlich. Epic. Einfach epic. Und mein Verbrennen hat nicht gereicht, um ihn zu töten. Wie ich nicht genug habe für Merkur-Schuhe, ey. Das wird eine geile Runde. Ich hasse den Reis. Also irgendwie verkacken wir es gerade, alle da draußen. Oh. Passiert uns eigentlich nicht so oft. Lässt sich das Gargas noch in den Arsch schicken? Gucken die an. Was? Ne. Schade. Naja. Für euch da draußen nehmen wir diese Blamage gerne hin. Mit Fassung. Vielleicht werdet ihr auch den einen oder anderen epischen Ausraster kennenlernen. Ja. Vielleicht auch von mir. Meistens von Syl. Fick ich dich. Ich bin da eher der Typ, der sieht das alles gelassen, aber der Syl, der kann manchmal schon. Ihr werdet. Boah, what the fuck? Mal ernsthaft, ey. Der ist Level 5. Der ist verfickte Level 5 und drückt mir 258 Crit. Diese kleine Negersau. Der ist wahrscheinlich komplett auf Crit gegangen, ne? Kritischen Schaden, dieser blöde. Boah, ist das ein Penis, ey. Ja, mal ernsthaft. WTF. SS. Juhu. Das ist so ein scheiß Neger, dass er einen Reis auch noch im Rücken hat, ey. Ja, ich würde mir eiskalt rein. Ohne den Reis würde ich ihn umklatschen. Auf jeden Fall. Juhu, Ulti, for the win. Ach, du hast schon Ulti, ich bin jetzt Level 4. Ja. Ich bräuchte mal ein Ulti, dann könnte ich den Ryze nämlich wegbomben, weil mir seine komische Kaskade da nichts anhat. An alle, denen das Video vielleicht gefällt und nicht das Spiel kennen, Ulti ist die Ultimate. Das ist der Erstskill, also der vierte. Meiner macht in dem Fall, ich kann mich über die ganze Karte teleportieren. BTF, sorry. Und wie ihr seht, bin ich schon wieder gestorben. Was nicht geplant ist eigentlich, aber... Naja. Ich kann mich über die ganze Karte teleportieren und ich hätte ihn vielleicht sogar retten können. Das fällt mir jetzt gerade wieder auf. Ja, man sollte nicht reden und zocken. Das hättest du tun können, aber so sieht man mal manchmal, so wie diese Runde, gerade in dieser Runde, wo wir so schön am Erklären sind, läuft es ziemlich schief. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber irgendwie läuft das eigentlich nicht so, weil... Der macht echt einen Burst-Damage, ey. Ich werde mir gleich so früh wie möglich was gegen Magieresistenz holen. Ja, das denke ich ist eine gute Idee. Hol dir am besten sofort Schleier der Todesfee. Oh ja, ey. Das hat's auch drauf. Ja, gegen Ryze ist es gut. Man kann ja seine Kaskade sich in den Arsch schieben. Ja, aber ich bin gleich wieder da. Ja. Die Runde läuft wieder super für mich. Ja. Ich kaufe jetzt Merkurs Schuhe aus dem Grund, ich habe auf den Schuhen habe ich erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, also ich bin schneller. Ich habe Epic Magieresistenz und das doofe Festhalten vom verfickten Drecksreis hält 35% weniger an. Was ich hinzufügen möchte, ziemlich epic ist. Ja, auf jeden Fall. Weil 35%, wie man sich so ausrechnen kann, ist schon eine ganze Menge. Sind ein paar Sekunden, die man echt dazu braucht, um lebend wegzukommen beim Ryze, weil der Ryze ist ein Caster, ein Zauberer, der sehr viel Burst Damage macht. Das heißt, sehr viel Schaden auf einmal. Und wenn er so einen verfickten Gangplank im Rücken hat, ey, der so ein bepisster Jude ist. Na, was Gangplank, ey. Boah, ey, ich war gerade in der Stadt. Leck mich doch, du Krüppel. Ich muss unbedingt Level 6 werden, das gibt ja gar nicht. Ich hänge immer noch auf Level 5 rum. Oh, guck mal, da ist unser Mage. Gargas, epic! Eiskalt gerettet. WTF, wo ist der Typ hin? Leck mich. Ach, scheiße, ey. Ach, nö. Wehe, du tötest ihn nicht. Er ist ausgewichen, mein letzten Schlag. Mal ernsthaft, WTF? Das ist nicht dein Ernst, mein.
Ey, ma, what the fuck, ey, was hat er denn als Runenbild genommen? Mal ernsthaft, Okay. kritischen Schaden und ausweichen. Lülülü, ich krieg Ladies die and Krise. Gentlemen da draußen. Diese Runde läuft ziemlich beschissen für uns. Wir haben einen Kill und den habe ich gemacht, unser Team. Die Gegner haben sieben, kann man sich vorstellen, ne? Was das Epic heißt. beschissen für uns. Oh, Es läuft oh. ziemlich beschissen für uns gerade. Oh, ich kaufe mir erstmal Schutzengel. Aber hey, wir lassen uns nicht unterkriegen. Sie sind hart gefeatet. Haben sehr viele gute Items, aber hey. Und ich bin schon zweimal gestorben, was sau Wir ungewöhnlich für können die Champs. Runde noch gewinnen. Ich bin auch erst viermal gestorben, ja? Wow. Die Betonung liegt auf erst, ne? Weitere werden folgen, ne? Auf jeden Fall. Also gegen den Gangplank, der jetzt schon über 50% Crit hat, auf jeden Fall. Und so viel Klingen da habt ihr, dass er so viel Geld gleich hat, dass er sich da, also der kann sich gleich das Kann sich weiße gleich einen Haus Spieler kaufen. kaufen, ey. Guck mal, wie ran will der Sack. Oh yeah. Na, ah, leck mir doch Gagas. Du bist echt ein Penner. WTF, oh, WTF, wie ich nicht mehr helfen kann. Wie du auch noch Renn, tot bist. renn um dein Leben. Wie du echt auch noch gestorben bist. Scheiße. Und warum willst du noch sterben? Nee, ich dachte, ich kann sie nochmal komplett anspotten, ey. Dich retten. Einmal zur Erklärung. Die Klinge der Habgier, die ich erwähnt hatte, gibt dem Gangplank 12% kritische Trefferchance dazu. Und passiv, er bringt alle 10 Sekunden 5 Gold. Das heißt, er geht sehr Wie mich schnell der sehr viel Damage. Vasalle, oh, ey, wie der Vasalle mich geblockt hat. Und der Torm hat nicht das getan, was er tun sollte, falls man das gerade gesehen hat. Ja, ey, der Gangplank hat mich mehr wie eindeutig angegriffen, mal Ach, jetzt sind wir ernsthaft. das Noob-Team. Ah, ja. Alles Ist klar. klar, Gargas. Du spielst Gargas und sagst, wir sind das Noob-Team. Mehr sagst du nicht. Wer auf besoffene Vollidioten, wer auf besoffene Hinterwäldler steht, weil Gargas ist besoffene Hinterwäldler, guckt ihn euch an. Wer auf so eine Klasse von Champion steht, mal ernsthaft. Penis, ey. Noob-Team alleine. Der ist erst Level 10 und der hat eigentlich ne. Ach, der hat eine Single Lane, ich krieg die Krise. Oh. Oh ja, das Fass hat's dem Busch jetzt aber ordentlich gegeben, ey. Ja, auf Oh, jeden der Fall. Busch wird sich davon nie wiederholen, ey. Der arme Busch. Oh, Pissknödel, ey, ich krieg die Krise. Na, na, na. Hey, wie sie da unten im Gebüsch hocken. Yep, wie sie da eiskalt zu dritt sind, ey. Ja, wir sind Also. das Noob-Team und der kann nicht mal richtig ein Fass werfen, ey. Ja. Oh, MFG. Wie wär's denn mal, das Fass einfach in den Busch zu schmeißen? Ui, Rice ist hier. Leck mich, Rice. Wie er ihn weggestoßen hat? Wie du jetzt eiskalt nicht mehr wegkommst, Rice. Wie er mich verlangsamt hat, der kleine Kegel, ich krieg die Krise, ey. Yay, ein Gegner ist gottgleich. Das hört man sehr, sehr oft wahrscheinlich heute noch. Ach ja, schön. Weil du wegläufst, jetzt hat er Gangplank überlebt. Na, ich hätte fast den Reis noch bekommen. Also, diese Runde läuft so scheiße. Beschissener kann sie nicht laufen. Ernsthaft, WTF. Oh mein Gott. Leck mir Also einer. wirklich, die läuft so beschissen, beschissen.